So viel fast schon klischeehafte Romantik hätte man Sofia Tomala gar nicht zugetraut. Doch bei Alexander Zverev ist sowieso alles anders als sonst. Plötzlich macht die Moderatorin ernsthafte Zukunftspläne, spricht offen über ihre Gefühle für den Tennisstar und freut sich total verknallt über das Zeichen der Liebe, rote Rosen. Stolz präsentiert Sofia Tomala, 32, auf Instagram den üppigen Rosenstrauß, den sie erhalten hat, natürlich von Alexander Zverev, 24. Der hat eigentlich gerade ganz andere Dinge im Kopf. Alexander Zverev steuert auf den Sieg der Australian Open zu, seit ein paar Tagen spielt das Tennisass bei den Australian Open, und das mit großen Chancen auf den Sieg. Sein Ziel, sein erster Grand-Slam-Titel, der gleichzeitig auch der erste Titel für einen deutschen Profi bei den Männern seit Boris Becker 1996 bedeutet. Nun liegen alle Augen auf Zverev, denn er ist mittlerweile Deutschlands einzige Hoffnung, die anderen 11 deutschen Teilnehmer sind beim Turnier in Melbourne bereits ausgeschieden, da lastet ziemlich viel Druck auf den 24-Jährigen, der zuletzt Gold bei den Olympischen Spielen in Tokio holte und die ATP Finals 2021 gewann. Durch einen Sieg bei den Australian Open könnte Zverev auf Platz 1 der Weltrangliste gelangen. Doch wer meint, bei Alexander könnten aktuell die Nerven blank liegen, von wegen Entspannung und Romantik außerhalb des Wettkampfs, mit einem Eisbein-Recovery-System, einer Hose mit Kühlaggregaten, die für eine bessere Regeneration bei Trainings- und Wettkampfeinheiten sorgen soll, und einem Buch von Stephen Hawking liegt Alexander auf seinem neuesten Instagram-Foto auf dem Boden und macht damit Körper und Geist kampfbereit, wie er sagt, und neben der Wettkampfvorbereitung hat der Sportler auch noch Zeit fürs Romantische. Den Strauß roter Rosen, den er seiner Sofia zukommen ließ, kommentierte die Moderatorin mit Your boyfriend is great, but my boyfriend is greater, Deutscher, dein Freund ist großartig. Meiner ist großartiger. Und das bezieht Sofia nicht nur auf Alexanders Fähigkeiten als Partner, sondern auch als Profisportler.